Es war ein Krieg um die politische Macht in Europa und ein Krieg, der Deutschland verwüstete. Es war eine Katastrophe, die ein blühendes Zeitalter vernichtete, mit allem, was es an Wissenschaft, Kunst und Handwerk hervorbrachte. Es war ein Krieg zwischen Katholiken und Protestanten, ein Krieg der Feldherren und Geschäftemacher. Es war ein Kampf aller gegen alle. Und ein Kampf gegen Kälte, Pest und Hunger. Ein Kampf, der das Land entvölkerte. Es war eine Katastrophe, die Aberglauben, religiösen Wahn und Intoleranz entfachte. Es war ein Krieg mit großen Schlachten und langer Besatzungszeit. Ein Krieg, der sich auch tief in das Bewusstsein späterer Generationen einbrannte. Es war eine Katastrophe, wie sie Europa vorher noch nicht erlebt hatte. Und es dauerte fast ein Menschenalter, bis die großen Mächte endlich Frieden schlossen. Das war vor 350 Jahren. In Prag hatte alles begonnen. Die Stadt war Residenz des katholischen deutschen Kaisers, der zugleich auch die böhmische Königskrone trug. Hier hatten 1618 protestantische Rebellen den kaiserlichen Statthalter aus dem Fenster gestürzt. Den Böhmen ging es um Glaubensfreiheit, aber auch um ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit. Sie wählten einen Gegenkönig, Kurfürst Friedrich von der Pfalz. Der Konflikt mit Kaiser Ferdinand II. War da. Am Weißen Berg vor den Toren Prags wird die protestantische Union unter Führung des Gegenkönigs Friedrich 1620 geschlagen. Sieger ist die katholische Liga, ein Bündnis von Kaiser und deutschen Fürsten. Die Anführer der Rebellen werden hingerichtet, ihr Besitz wird eingezogen. Zur Habsburger Dynastie gehört auch das spanische Königshaus. 1621 endet ein Waffenstillstand Spaniens mit einer seiner reichen Provinzen, den Vereinigten Niederlanden. Im Aufmarschgebiet des über die Alpen heranziehenden spanischen Heeres liegt die Kurpfalz, das Land des geächteten böhmischen Winterkönigs Friedrich. Das Heer der protestantischen Union verliert den Kampf gegen die katholische Liga. Heidelberg wird zerstört. Neuer Kurfürst von der Pfalz wird der Herzog von Bayern. Die Habsburger Dynastie beherrscht die politische Lage in Europa. Die rot markierten Gebiete, Spanien, das heutige Belgien, Burgund und das heutige Österreich mit Böhmen. In Zentraleuropa liegen die deutschen Fürstentümer. Die meisten von ihnen wollen unabhängig von Kaiser und Reich sein. Die protestantischen Fürsten haben König Christian von Dänemark zu ihrem Führer bestimmt, der auch deutscher Herzog von Holstein ist. Die Vereinigten Niederlande sind ihre Verbündeten. In Nordeuropa sind Dänemark, Schweden und Polen Rivalen. Mit Polen kämpft Schweden um die Vorherrschaft im Baltikum. Der Böhme Albrecht von Wallenstein steigt in dieser Zeit zum siegreichen Feldherrn auf. Er hatte sich in Prag am Besitz seiner hingerichteten Landsleute bereichert und wird mit seinem Geld und seiner Privatarmee einer der großen Kriegsunternehmer. Wallensteins Truppen schlagen die Protestantenheere des dänischen Königs und besetzen ganz Norddeutschland. Doch dem kaiserlichen Feldherrn gelingt es nicht, Herr über Nord- und Ostsee zu werden. Der Lübecker Frieden 1629 scheint den großen Konflikt um Glauben und Unabhängigkeit beenden zu können. Aber Kaiser Ferdinand II. Zwingt die Protestanten, ihren Kirchenbesitz an die Katholiken zurückzugeben. Und das löst neuen Streit aus. Die Staaten im Nord- und Ostseeraum hatten inzwischen wirtschaftlich die Mittelmeerländer überholt. Hier beherrschen die Kaufleute der Hansestädte und ihre Partner in den Niederlanden den Handel.
Schweden wird zu einem Bundesgenossen sowohl der Niederländer als auch der protestantischen deutschen Fürsten in ihrem Kampf gegen Kaiser Ferdinand und das Haus Habsburg. Sund, Zölle und Hafengebühren sind wichtige Staatseinkommen Schwedens. Der Holz- und Getreidehandel mit den Ostseeländern und den Niederlanden blüht. Das Land hat riesige Kupfer- und Eisenerzvorkommen. Dennoch verfügt Schweden über wenig finanzielle Mittel. König Gustav Adolf II. Kann seine politischen Pläne nur durch Kredite verwirklichen. So werden Banken in Amsterdam und Hamburg zu seinen wichtigen Geldgebern. Schweden rüstet auf. Die Hälfte der Staatsausgaben wird für Waffenkäufe benötigt. Die Armee besteht hauptsächlich aus Wehrpflichtigen. Die Soldaten werden auf einen Kreuzzug gegen den deutschen Kaiser und gegen die Spanier, gegen die katholische Kirche eingeschworen. Gustav Adolf ist für die Protestanten der ersehnte und lang erwartete Retter aus dem Norden. 1630 ist es soweit. Schweden hat das katholische Polen besiegt und beherrscht das Baltikum und die Ostsee. Am 17. Juni verlässt eine Armada aus 70 Kampf- und Transportschiffen Stockholm und segelt über die Ostsee südwärts in Richtung Pommersche Küste. Zehn Tage später hat die schwedische Streitmacht Peenemünde auf der Insel Usedom in Sicht. Das ist der Moment, auf den die deutschen Fürsten im Kampf um ihre Unabhängigkeit von Kaiser und Reich hingearbeitet haben. Die kaiserlichen Schanzen an der Peenemündung werden von den schwedischen Truppen überrannt. In schnellem Marsch durchquert das Heer Pommern. Das Ziel sind die Reichslande der Habsburger. Kilometer weiter südlich versammeln sich in diesem Sommer 1630 die deutschen Kurfürsten zu ihrem Reichstag in Regensburg an der Donau. Die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen wollen hier den Kaiser dazu bewegen, seine maßlose Politik der Rekatholisierung aufzugeben. Sie setzen dabei auf den Druck der schwedischen Invasion. Gleichzeitig leiden ihre Länder aber auch unter dem Vormarsch Gustav Adolfs. Also versuchen sie, den drohenden neuen Krieg zu begrenzen. Auch Bayern möchte von einem baldigen Friedensschluss profitieren, um die eigene Machtposition in Ruhe ausbauen zu können. Zum Reichstag sind vor allem Gesandte aus Frankreich gekommen, wo inzwischen ein Glaubenskrieg mit dem Sieg der Katholiken über die Hugenotten beendet worden war. Kardinal Richelieu, der mächtige Berater König Ludwigs des 13., kann nun ungestört eine geheime Außenpolitik betreiben. Sie ist gegen die Habsburger Dynastie gerichtet, die Frankreich an allen seinen Grenzen bedroht. Richelieu will die kaiserliche Liga spalten. Dazu dient ein Bündnis mit dem kaisertreuen Maximilian von Bayern. Aus denselben Gründen verhandeln die Franzosen mit den Schweden. Es geht um Finanzhilfen und um einen Bündnisvertrag gegen die Habsburger. Und schließlich sagt Paris den Vereinigten Niederlanden Hilfe in ihrem Unabhängigkeitskampf gegen Spanien zu. In Regensburg hatten die Ratgeber Ferdinands den Kaiser dazu gebracht, Wallenstein zu entlassen. An seine Stelle tritt Graf Tilly, der jetzt den Kampf gegen die vordringenden Schweden übernehmen soll. Magdeburg. Protestantisches Bistum und damals eine der reichsten Städte in Deutschland. Mit ihren Festungsanlagen ist die Stadt an der Elbe für die anrückenden Schweden von strategischer Bedeutung. Doch der Vormarsch Gustav Adolfs stockt. Er braucht Söldner zur Verstärkung. Der Krieg wird zum Wettlauf mit der Zeit. Denn die Kaiserlichen, die Heere Tillys und Pappenheims, nähern sich. Während die Schweden von Pommern anrückend Frankfurt an der Oder erobern, werden aus Brandenburg und Mecklenburg kaiserliche und Ligatruppen herangeführt. Sie marschieren an die Elbe und belagern Magdeburg.
Die Schweden kommen zu spät. Magdeburg fällt. Die Kaiserlichen setzen die Stadt in Brand, plündern und morden. Für die Menschen damals ist die Zerstörung Magdeburgs eine nicht zu begreifende Katastrophe. Viele verfluchen sie als Untat von Kaiser und Katholiken, anderen erscheint sie als Gottesgericht. Der Magdeburger Bürgermeister und Physiker Otto von Guericke ist Zeuge des Geschehens. Er schreibt: Da ist nichts als Morden, Brennen, Plündern, Peinigen, Prügeln gewesen. Es hat aber diese trübselige Zeit nicht viel über 2 Stunden in dieser Stadt lang gewährt, indem durch den unversehens zustoßenden Wind das Feuer dergestalt Überhand genommen, dass um 10 Uhr vormittags alles im Feuer gestanden und um 10 Uhr gegen die Nacht die ganze Stadt zusammt dem schönen Rathause und allen Kirchen und Klöstern völlig in der Aschen- und Steinhaufen gelegen. Das Entsetzen über den Fall Magdeburgs und seine Folgen verstärkt die ungeheure Angst unter den Menschen. Die Zeit scheint aus den Fugen zu sein. Die Zeichen des Himmels werden furchtsam beobachtet. Nicht nur der mächtige Wallenstein ist sternengläubig und handelt, wie es ihm sein italienischer Astrologe Seni rät. 1618, zu Beginn des Krieges, war am Himmel ein großer Komet erschienen. Ein Vorbote göttlichen Strafgerichts. In den Zeitungen ist vom Ende aller Zeiten zu lesen. Die Naturwissenschaftler haben wichtige Erfindungen gemacht. So kann mit Hilfe von Glaslinsen weit Entferntes herangeholt, aber auch das Allerkleinste wahrgenommen werden. Es gibt Fernrohre und Mikroskope. Aber immer noch bewegen auch Vorstellungen des Mittelalters die Gemüter. Alchemisten forschen nach dem Stein der Weisen, wollen Gold aus Retorten gewinnen. Die katholische Gegenreformation vermutet allerorten Ketzerei und geheime Umtriebe. Am schlimmsten sind die Auswüchse verblendeter Kirchenmänner gegen Frauen. Es kommt zu exzessiven Hexenprozessen. Die Frauen werden gefoltert, verurteilt und dann vor die Stadt gebracht, wo sie auf Scheiterhaufen bei lebendigem Leib verbrennen. Gustav Adolf gewinnt die protestantischen Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen zu Bundesgenossen. Ursprünglich hatten sie für den Kaiser kämpfen wollen. Verstärkt durch die Truppen der neuen Verbündeten zieht das schwedische Heer weiter nach Süden in Richtung Leipzig, um die Kaiserlichen zur Schlacht zu zwängen. Von Süden und Westen dringen die Kaiserlichen vor. Bei Breitenfeld im Norden der Stadt stellen sie die Armeen der vereinten Protestanten. Doch die Ligatruppen werden geschlagen und ziehen sich zurück. Jetzt ist der Weg für die Schweden frei. Ein Stein erinnert an den ersten großen Sieg der Protestanten in dem nun schon über 10 Jahre dauernden Krieg. Glaubensfreiheit für die Welt rettete bei Breitenfeld Gustav Adolf, Christ und Held. An jenem heißen Septembertag 1631 treffen hier über 70.000 Mann aufeinander. Einen ganzen Tag lang dauert die Schlacht. Der Kampf wird auf freiem Feld ausgetragen, weil die Städte mit ausgeklügelten Systemen von Wällen, Tunneln und Bastionen geschützt sind. Allein der Bau dieser Schanzen nimmt Wochen in Anspruch und es bedarf Massen von Arbeitskräften, die dann anderswo fehlen. An den Seiten von Musketenschützen eskortiert, rücken die Karrees der Piken- und Lanzenträger vor. Sperrfeuer wird in die Schlachtordnung geschossen. Ein Artillerieduell entwickelt sich. Doch die schwedischen Kanonen schießen schneller. Ein Schuss trifft ein Munitionsdepot der Kaiserlichen.
Granaten aus dieser Zeit. Durch ein Holunderrohr hindurch wird der Zünder in das Schwarzpulver gesteckt. Ein Pistolenmörser. Leuchtbomben, Brandsätze, in denen zusätzlich noch Sprengladungen stecken und so das Löschen verhindern. Die Rüstkammer der Feste Coburg zeigt eine Menge solch modern anmutender Waffen. So gibt es schon im 17. Jahrhundert Gewehre, mit denen Granaten abgefeuert werden können. Die Verletzten dagegen werden primitiver versorgt, als das im Mittelalter üblich war. Sogenannte Schlafschwämme, getränkt mit dem Extrakt von Bilsenkraut, sind zu gefährlich. Die Wundärzte fürchten, dass die Betäubten nicht mehr aus der Ohnmacht aufwachen. Meist ist eine Amputation die erste Hilfe gegen Wundbrand und Blutvergiftung. Eine Knochensäge aus der Zeit. In England und Italien hatte die medizinische Forschung bereits große Fortschritte gemacht. Auf den deutschen Schlachtfeldern dagegen hantiert noch die Zunft der Bader und Barbiere. Verwundete, die diese Torturen überstehen, fristen als bettelnde Invaliden den Rest ihres Lebens. Wer nicht im Dreck verdurstet oder von Marodeuren erschlagen wird, kann hoffen. Bei Schussverletzungen hilft ein Bohrer, mit dem die Gewehrkugel aus dem Körper entfernt werden kann. Das Metallrohr wird in den Wundkanal eingeführt, trifft seine Spitze auf das Projektil, schnappt eine Zange im Rohrinnern auf, erfasst die Bleikugel und zieht sie heraus. Das Leid der Kriegsopfer wurde schnell vergessen. In Erinnerung geblieben ist aber die Schwedenzeit, als Gustav Adolf nach seinen Siegen über die Kaiserlichen Süddeutschland besetzt hielt. So findet alljährlich im Juli in Dinkelsbühl die Kinderzeche als Volksfest statt. Dieser Brauch geht auf das Jahr 1632 zurück, als die Stadt von den Schweden belagert wurde. Dinkelsbühl drohte damals geplündert und zerstört zu werden. Weil die Kinder der Stadt um Gnade baten und die harten Soldatenherzen rührten, wird die Jugend zum Dank seitdem einmal im Jahr bewirtet. Dann beginnen die Schulferien. Hört das Stammen unserer Kinder. Gnade, Gnade, Gnade. Ja. Geh auf, du tapferes Mädchen. Deine Hand. Und dieser blonde Knabe, wie sein Blick von Furcht und Lieb erfüllt und frommen Zutrauen, reicht ihn mir her. So war auch er, den Gott in seinem unerforschten Rat mir nahm. Die Schweden besetzen nach einem weiteren Sieg über Tillys kaiserliche Armee sogar das Herzogtum Bayern mit der Residenzstadt München. Die Menschen in Süddeutschland leiden unter den Einquartierungen der fremden Truppen. Der Krieg vernichtet ihre wirtschaftliche Existenz. Eine Nonne, Clara Steiger aus dem mittelfränkischen Eichstätt, schreibt in ihr Tagebuch: In diesen Tagen haben wir viel Todesschrecken erleben müssen, haben mit Schmerzen ansehen müssen, wie sie alles aus unserem lieben Kloster herausgetragen haben, wie sie die kupfernen Regenrinnen von den Dächern nehmen, wie sie die kupfernen Braukessel abreißen. Tag und Nacht brennen die Feuer. Was sie finden, Schweine, Geflügel, wird gekocht und gebraten. Unser schöner Garten ist von Soldaten und Pferden zertreten. Ich bin so sehr geängstigt worden, dass ich meinte, es würde mein Leib und Leben, ja sogar die Vernunft kosten. Denn niemand weiß, was noch kommen wird. Aus der Chronik des Ulmer Schusters, Hans Heberle. Ich will ein wenig berichten über den blutigen Krieg, nach meinem bäuerischen Verstand.
nach dem, was ich selbst mit meinen Augen habe gesehen und an der Tat mit Schmerzen erfahren habe. Die Reichsfürsten und dann auch die Reichsstädte, die fielen ab von ihrer kaiserlichen Majestät und holten zu ihrer Hilfe und ihrem Beistand einen König aus Schweden und viel Kriegsvolk. Die zogen in die Länder, die es mit der kaiserlichen Majestät hielten, nahmen diese ein, beraubten und plünderten sie nach ihrem Gefallen. Im Herbst 1632 verlässt das schwedische Heer seine Stellungen in Süddeutschland. Gustav Adolf zieht in Richtung Wien. Doch hier erwartet ihn ein neuer, mächtiger Gegner. Ferdinands Feldherr Tilly war im Frühjahr an einer Kriegswunde gestorben. Nun ist wieder Wallenstein mit seiner gut ausgerüsteten Armee die Hoffnung am Wiener Kaiserhof. Wallenstein macht Sachsen zum Kriegsschauplatz, um Gustav Adolf von Wien wegzulocken. Aus Ost und Nord rücken zwei seiner Armeen vor. Wallenstein selbst marschiert von Nürnberg heran. Die Schweden versuchen, den Kaiserlichen zuvorzukommen und eilen aus dem Raum Erfurt herbei. Die kaiserlichen Heere vereinen sich unweit von Leipzig bei der Stadt Lützen. Sie sind den Schweden zahlenmäßig weit überlegen. Am Morgen des 6. November 1632 herrscht noch klare Sicht. Später aber liegt die weite Gegend vor den Toren der Stadt in dichtem Nebel. Vor Wallensteins Linien sind die Schweden und ein Heer des Herzogs von Sachsen-Weimar aufgestellt. Ihnen gelingt es, die kaiserlichen Truppen zurückzuwerfen. Gustav Adolf ist kurzsichtig und verliert beim Angriff die Orientierung. Er gerät in die feindlichen Reihen. Da trifft ihn ein Musketenschuss. Reiter umringen und töten den Verletzten. Ein Stein liegt an der Stelle, wo man den toten schwedischen König fand. Darüber wurde ein gusseiserner Baldachin errichtet. Karl Friedrich Schinkel hatte ihn zu Beginn des vorigen Jahrhunderts entworfen. Seit dieser Zeit ist Lützen, die kleine Stadt in Sachsen-Anhalt, Zentrum des Gustav-Adolf-Kults. Bis nach Lützen rein, da steht heute stadteinwärts auf der rechten Seite dieser Pluskaufmarkt, das ist heute modern. Aber vor 364 Jahren standen dort Wallensteins Kanonen und drei große Windmühlen. Ja, ja. Und somit haben nach der Schlacht die letzten Reitknechte und Meuchner Bauern diesen berühmten Schwedenstein in der Mitte von der rechten Seite drüben zu dieser Stelle gebracht, wo man den toten König gefunden hatte. Nun gibt es bei uns ein kleines Stückchen schwedisches Land, das echte. Über der Straße, das grüne Dreieck, da sind diese zwei Strohmänner da drauf, die großen. Dieses grüne Dreieck ist knapp ein Hektar groß. Wurde 1920 von einer Dame aus Schweden gekauft. Nennt sich der Falkenbergacker, damit von der Kapelle aus der Blick zum Schlachtfeld bewahrt bleibt und keiner was drauf bauen kann. Alljährlich werden am 6. November am Gustav-Adolf-Stein Kränze niedergelegt. Zu Beginn dieses Jahrhunderts haben Schweden eine Kapelle gestiftet. Den Gedenkgottesdienst gestalten schwedische, finnische und deutsche Pastoren. Organisiert wird die Veranstaltung vom Gustav-Adolf-Werk, das sich im Geiste des Schwedenkönigs noch heute für bedrängte protestantische Glaubensgenossen einsetzt. Offiziere aus den drei Ländern, die Veranstaltung pflegt auch eine militärische Tradition. So wie 200 Jahre zuvor Gustav II. Adolf sich einsetzte, um in Not geratenen Glaubensgeschwistern beizustehen, so lasst uns das auch heute tun, freilich mit friedlichen Mitteln. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts entstehen die ersten Zeitungen. Die Bilder darin werden von Kupferstechern hergestellt. Diese Wochenblätter versorgen vor allem die Kaufleute mit wichtigen Neuigkeiten. Nachrichten, besonders Sensationsmeldungen, sind für die ersten Journalisten eine Ware, die auch gern kopiert, also abgekupfert wird.
Flugblätter werden erstmals als Propagandamittel eingesetzt, dienen als psychologisches Kampfmittel. Vor allem Fragen des Glaubens und der Konfessionen müssen für die unterschiedlichen Parteiinteressen herhalten. Fabeltiere sind zur Illustration besonders beliebt. Sie prangern den Feind an. Sein Feldzug ist räuberisch wie ein wildes Tier, das Land und Leute verschlingt. Tausendfach verbreitet zeigen Radierungen, was seit 1618 in Europa und der Welt geschieht. Auch das ist neu. Eine Reihe zeichnender Chronisten hält Art und Ausmaß des Krieges in Bildern fest. Etwa der Lothringer Jacques Caillaud, dessen Bildersammlung Schrecken des Krieges berühmt geworden ist. Oder der Deutsche Hans-Ulrich Frank. Er war Zeuge des Bürgerkrieges zwischen Soldaten und Bauern. Vom Italiener Stefano Della Bella stammen genaue Milieuskizzen aus dem Soldatenleben. Das neue Medium Zeitung wird den Nachrichtenhändlern aus den Händen gerissen. Für die Gebildeten erscheint das Theatrum Europaeum des Basler Verlegers Matthäus Merian, eine ausführliche Chronik der Ereignisse im 17. Jahrhundert. Hier werden die Schreckensmeldungen der Zeit veröffentlicht, vom Prager Fenstersturz etwa und von Wallensteins Tod. Wegen seiner Erfolge ist Wallenstein dem Kaiser zu gefährlich geworden. Es wird erzählt, dass er mit dem Erzfeind Frankreich verhandelt, um dann König von Böhmen zu werden. Ferdinand II. Befiehlt, Wallenstein wegen Verrats zu verhaften, tot oder lebendig. Eger in Westböhmen am 25. Februar 1634. Offiziere dringen in das Haus des Bürgermeisters ein, wo Wallenstein zu Gast ist. Der Kaiser hat eine hohe Belohnung für die Ermordung des Feldherrn ausgesetzt. Dafür sind die Verschwörer bereit, jeden Treuebruch zu begehen. Die Offiziere finden Wallenstein im Schlafzimmer. Dort ersticht ihn der englische Hauptmann Devereux. Die Mörder bekommen ihren Lohn. Und statt zu meutern, schwört Wallensteins Heer einen neuen Eid auf den Kaiser. Nicht nur in Böhmen liegen die großen Kupferminen des 17. Jahrhunderts, sondern auch in Schweden. Die Höhlen von Falun liefern die begehrten Edelmetalle für das Geld, das Gustav Adolf so dringend für seine Soldzahlungen braucht. Hier wird auch Erz zu Waffen weiterverarbeitet. Die Rüstungsschmieden müssen ständig neue Vernichtungsmittel produzieren, weil deren Technik im Krieg schnell veraltet. Die Waffen werden daher immer monströser. Aus 49 Rohren gleichzeitig konnte dieses Orgelgeschütz seine Geschosse abfeuern. Es stammt wie die anderen Kanonen aus dem Jahre 1634. Diese Kanone wurde nicht wie üblich von vorn, sondern von hinten geladen. Lange vor ihrem eigentlichen Einsatz im 19. Jahrhundert gab es also schon Hinterlader. Die Straßen sind voll von den Nachschubtransporten für die Söldner und ihren Tross. Rund 1 Million Menschen im Reich leben vom Krieg. Etwa genauso viele stellen Dinge her, die im Grunde unproduktiv sind, weil sie nur Zerstörung und Tod bringen. Städte wie Hamburg, von starken Befestigungen geschützt, sind Nutznießer dieser Kriegswirtschaft. Das Jahr 1634 bringt einen Wendepunkt des Krieges. Die Entscheidungsschlacht zwischen Kaiserlichen und Schweden. Der spanische Thronfolger Ferdinand führt aus Italien ein Heer nach Süddeutschland und verstärkt so die kaiserliche Armee. Die schwedischen Truppen müssen auf diese Bedrohung reagieren. Der Kriegsschauplatz von Norden aus gesehen. Aus dem Raum Augsburg rücken die Schweden nach Landshut vor. Von Osten marschieren die Spanier an Regensburg vorbei bis nach Donauwörth. Aus westlicher Richtung kommen ihnen die Kaiserlichen entgegen. Sie wollen Nördlingen belagern. Das schwedische Heer stößt über die Donau nach Norden auf die bedrohte Stadt vor.
Die Truppen der spanischen und deutschen Habsburger sind dem Heer der Protestanten überlegen. 20.000 gut ausgerüstete und disziplinierte Fußsoldaten und 13.000 Reiter sind auf dem Vormarsch. Sie besetzen die Wälder auf den Hügeln um Nördlingen. Es ist der 6. September 1634, als sich die Nebel über den Hügelketten vor Nördlingen lichten und die Schlacht beginnt. Der schwedische General Horn und sein deutscher Verbündeter Bernhard von Sachsen-Weimar stimmen ihr Vorrücken gegen den Feind schlecht ab. Es gibt Missverständnisse. Und so verspielen sie ihren Sieg. Die beiden Habsburger Heerführer nutzen ihre Chance und gewinnen nach siebenstündiger Schlacht. Ferdinand II. Hört in Wien vom Triumph, den sein Sohn und dessen Vetter, der spanische Thronfolger, errungen haben. Das langjährige Kriegsglück scheint nun die Schweden zu verlassen. Die geschlagenen Schweden hinterlassen beim Rückzug verbrannte Erde. Die Bevölkerung flieht vor den Plünderungen. Es bleiben traumatische Erinnerungen, die in manchen Volksliedern noch heute anklingen. Der Dreißigjährige Krieg ist nicht allein der Kampf zwischen Katholiken und Protestanten. Er ist auch ein Bürgerkrieg zwischen den Bauern und ihren Peinigern, den Söldnern. Der Säbel ist mein Acker, das Beutemachen mein Pflug, singen die Soldaten und treiben die unglücklichen Bauern von ihrem Besitz. Sie foltern ihre Opfer so lange, bis diese auch das letzte Nahrungsversteck preisgeben. Sie erpressen Lösegelder, stehlen Kirchenbesitz, werden zu einer Landplage. Die Bauern schließen sich zusammen und rächen sich. Sie überfallen Soldatentrupps. Es ist ein Kampf aller gegen alle, ein Kampf um das nackte Überleben. Der hessische Bauer Kaspar Preis ist Augenzeuge. Sie hieben alle Obstbäume ab, dass auch kein einziger ganzer Obstbaum um diesem Dorf herum stand. Auch mir wurden in meinem Garten an die 70 Bäume abgeschlagen, die noch trugen. Wir waren so geängstigt und verzagt, dass uns sogar die rauschenden Blätter erschreckt haben. Lange Zeit haben wir nachts nicht in unseren Häusern schlafen dürfen wegen der Räuber. Wir lagen in der Kirche oder in alten, verfallenen Gebäuden. Und dann kam eine unbekannte Krankheit unter die Leute. Sie starben wie die Fliegen. Etliche Dörfer sind ausgestorben. In den 20er und 30er Jahren brechen immer wieder Pestepidemien aus. Sie dezimieren die Zahl der hungernden Soldaten in ihren Winterquartieren, die Unzahl der Flüchtlinge, die keine Bleibe mehr haben. Tierseuchen kommen hinzu. Regelmäßig treten Missernten ein. Europa erlebt in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts so etwas wie eine kleine Eiszeit. Die gelbe Linie markiert die Anzahl der Frosttage, die blaue Linie die Niederschläge pro Monat. Schon damals wird das Wetter regelmäßig beobachtet. Es gibt daher genaue Daten. Bis in die 40er Jahre gibt es regenreiche, kühle Sommer. Die Winter beginnen schon früh im Herbst und dauern bis weit ins nächste Jahr hinein. Das Frühjahr ist meist zu trocken. Es herrschen Sommers wie Winters extreme Temperaturen. Der Krieg um die Vorherrschaft in Europa geht weiter. Schweden und Frankreich verbünden sich gegen die Habsburger in Wien und in Madrid. Die Spanier werden schließlich 1643 besiegt. Das deutsche Haus Habsburg ist geschwächt. 1637 war Ferdinand II. Gestorben. Sein Sohn und Nachfolger Ferdinand III. Ist weniger am Zusammenhalt des Alten Reiches interessiert als am Überleben der deutschen Linie der Habsburger Dynastie. Der Frieden in Europa liegt in den Händen Frankreichs und Schwedens.
In Paris ist Mazarin Nachfolger des 1642 gestorbenen Richelieu geworden. Spanien ist zu diesem Zeitpunkt schon keine Bedrohung mehr für das Land. In Rom ist jetzt Innozenz der 10. Papst. Er sucht den Ausgleich unter allen europäischen Mächten. Und in Schweden ist 1644 Gustav Adolfs Tochter Christine volljährig geworden und regiert das Land. Die Königin setzt sich vor allem dafür ein, dass es zu Friedensverhandlungen kommt. Als Verhandlungsorte waren ursprünglich Hamburg und Köln vorgesehen, aber schließlich entscheiden sich die Kriegsparteien für das protestantische Osnabrück und für das katholische Münster. In den Jahren 1643 und 1644 reisen Gesandte aus den kriegführenden Staaten zu den Verhandlungen. Um neue Glaubenskonflikte zu vermeiden, verhandeln Protestanten und Katholiken getrennt voneinander in den beiden Bischofsstädten. Es ist das größte politische Ereignis, das es bisher in Europa gegeben hat. Obwohl im Land ringsherum Hungersnot herrscht, müssen die beiden Städte die fast 230 Diplomaten mit ihrem zahlreichen Gefolge ernähren. Zeitweilig beherbergen sie an die 10.000 Menschen. In Münster treffen die Katholiken, also die Vertreter des Kaisers und der beiden Königreiche Spanien und Frankreich, zusammen. Osnabrück beherbergt die protestantischen deutschen Fürsten, die Schweden sowie die Abgesandten der Vereinigten Niederlande. Sondierungsgespräche und Einzelverhandlungen zwischen den Abgesandten jeweils zweier Parteien werden von Friedensvermittlern, sogenannten Mediatoren, geführt. Dies sind der päpstliche Nuntius Fabio Chigi, der spätere Papst Alexander VII. Und der Venezianer Alvise Contarini. Die Porträts der wichtigsten Gesandten hängen heute im Friedenssaal des Münsteraner Rathauses. Die Holzvertäfelungen und Schnitzereien des Friedenssaales sind im Original erhalten geblieben. Ursprünglich war der Saal eine Gerichtskammer. Während der Friedensverhandlungen fanden hier auch Festlichkeiten für die Diplomaten statt. Bei den Sitzungen geht es weniger zeremoniell zu, denn im Land wird weiterhin gekämpft, um die eigene Verhandlungslage am grünen Tisch zu verbessern. Die Ergebnisse der Besprechungen werden schriftlich festgehalten und ausgetauscht. Dann muss mit den jeweiligen Regierungen Rücksprache gehalten werden. Bis die Antworten von den Höfen eintreffen, vergeht viel Zeit. Von Münster führt eine Postlinie durch die westlichen Ausläufer des Teutoburger Waldes nach Osnabrück. Schweden und Franzosen haben durchgesetzt, dass die deutschen Reichsstände und Kurfürsten als souveräne Parteien an den Verhandlungen teilnehmen. Die beiden Königreiche wollen auf diese Weise die kleinen deutschen Staaten als mögliche Bündnispartner stärken und die Position des Kaisers in Wien schwächen. In Münster und Osnabrück wird bei den Verhandlungen genau auf den Rang der Gesandten geachtet. Die Verhandlungstechnik wird verfeinert. Und die Redewendung, dass eine Angelegenheit auf die lange Bank geschoben, also verzögert wird, stammt wohl auch aus diesen Tagen. 4 Jahre dauert es, bis der erste Friedensvertrag abgeschlossen wird. Ende Januar 1648 beeiden ihn Spanier und Niederländer mit einem Schwur. Am 24. Oktober 1648 folgen die Verträge zwischen Kaiser und Reich mit Frankreich und Schweden. Tags darauf verkünden die Flugblätter den Westfälischen Frieden. Die Friedensverträge lassen keinen neuen Hass, keine Vergeltungswünsche aufkommen. Von Kriegsschuld ist in ihnen nirgendwo die Rede. Und sie garantieren die Gleichberechtigung aller Konfessionen. Die Unterhändler sind auf machtpolitischen Ausgleich und auf staatliche Souveränität unter den Staaten und Regierungen Europas bedacht. So kann unter anderem auch die Schweizer Eidgenossenschaft endgültig den Deutschen Reichsverband verlassen. Der Westfälische Friede ist auch die Geburtsstunde der Niederlande. Spanien entlässt nach 80-jährigem Krieg seine ehemaligen Provinzen in die Unabhängigkeit. Es gibt Entschädigungen für den Kriegseinsatz, vor allem für Schweden.
Es erhält die Insel Rügen, Vorpommern, die Hansestädte Wismar und Stralsund, die Bistümer Bremen und Verden. Der Westfälische Friede kann jedoch nicht die Angst und das Leiden der Menschen lindern. Besatzung, Glaubensverfolgung, der Bürgerkrieg zwischen Bauern und Söldnern haben Folgen. Der Krieg hinterlässt eine zerrüttete Gesellschaft. Vor allem die Menschen auf dem Land haben die größte Not erlitten. Sie mussten von ihrem Besitz fliehen, um wenigstens den Rest ihrer Habe und ihr Leben zu retten. Die Erlebnisse hinterlassen albtraumartige Visionen, wie sie der schwäbische Mönch Sebastian Bürstner beschreibt. Den 4. Februar abends von 8 Uhr bis in die Mitte der Nacht ist am Himmel etwas gesehen worden, das niemand vorher gesehen hat. Der Himmel war gelb und rot bis nach Osten hin, als wenn es dort eine große Feuersbrunst gäbe. Das Gewölk zog hin und her, wie wenn dort zwei große Armeen miteinander kämpften und ein großes Blutbad geschehe. Ganz deutlich konnte man alles sehen. Die Waffen, mit denen sie kämpften, Spieße und Stangen, ja den Rauch der Musketen, wie die Kanonen schossen, als wäre eine richtige Feldschlacht im Gange und man selbst sei dabei. Die Bauern verließen ihre Gehöfte und Dörfer, die die Heere der Soldaten, wie das Wort schon verrät, verheerten. Noch heute sind in einigen Gegenden der Pfalz oder der Rhön Spuren bäuerlicher Siedlungen aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges zu entdecken. Es sind Wüstungen mitten im Gelände, zumeist Reste von Brunnen. Bei Eußenhausen in der Rhön erinnert ein alter Kirchturm an das verlassene Dorf Elmbach. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts wohnt niemand mehr hier. Die Elmbacher sind umgekommen oder geflohen. Der Krieg ließ die Menschen am Sinn des Lebens irre werden. Für sie war es ein sinnloser Krieg. Anderen aber brachte er Reichtum, Land und Macht. Für sie war das Kriegsgeschäft der Beginn eines neuen wirtschaftlichen Aufstiegs. Die Katastrophe vor 350 Jahren ist und bleibt daher ein Lehrstück von den zwei Gesichtern aller Kriege.